Hey Santa, ich würde mal lieber etwas abnehmen. Hier sind unsere Freunde. Red Willy, Dr. Dumm, Bombastic 2000 und Dolly. Dieses Jahr waren die Streiche echt genial, aber es gab auch misslungene. Na, mal sehen, was sie heute vorhaben. Wer von ihnen wird die meisten Weihnachtsstreiche erfinden? Seid gespannt! Es kann nur einen Gewinner geben. Dieser Streichkampf wird sehr hart. Hahaha! Ich habe das beste Bild von diesen Keksen gemacht. Oh, jemand hat ein paar Kekse liegen gelassen. Lecker. Sie riechen super. Ein wahres Weihnachtsfest. Ich könnte die ganze Kiste aufessen. Schau, da ist ein Foto. Ih, ist das Dollys Ernst? Oh Gott, ich werde mich gleich übergeben. Fröhliche Weihnachten. Oh wow, was für ein großes Geschenk. Was da wohl drin ist? Ein Lufterfrischer? Danke, das ist nutzlos. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ach stimmt, ich habe es dir letztes Jahr geschenkt. Oh, okay. Naja, Lektion gelernt. Moment mal, da ist doch noch was drin. Hier ist mein richtiges Geschenk. Oh, wow. Das nenne ich ein nützliches Geschenk. Endlich. Wenn er wüsste, was ich wieder schenke. Hey Leute, kann mir jemand helfen, diese Zuckerstange aufzuhängen? Hallo, ist jemand da? Ich komme da nicht ran. Ihr seid echt alle super hilfsbereit. Ah, oh Gott. Dolly ist hingeknallt. Hey, geht's dir gut? Kannst du uns hören? Dolly, oh Gott, schaut mal. Die Zuckerstange steckt im Kopf fest. Los, ruf schnell einen Krankenwagen. Oh Mann, es ist nur ein Streich. Wenn es echt wäre, hättet ihr doch Blut sehen müssen. Mann, Mann. Am Weihnachtstag muss alles schön ordentlich und gemütlich aussehen. Oh, mein Lieblingsfoto. Das ist meine Medaille für den besten Herbststreich. Seht ihr, wie cool ich aussehe? Der Baum braucht natürlich noch Lichter. Ah, keiner hier. Ich klaue mir schnell sein Lieblingsporträt. Ich werde eine Kopie anfertigen und sie dann ausschneiden. Ich mache daraus Konfetti. Tja, wenn er wüsste. Hey, Konfetti-Bombe. Hey, das war doch mein Bild. Er sieht echt sauer aus. Hey, beruhig dich. Es ist nur ein Streich. Dein Foto ist noch ganz. Was plant sie hier wohl? Alle Glöckchen entfernen? Und sie versteckt sie in den Ärmeln. Aber wieso? Sie postet eine Weihnachtsgeschichte auf Instagram. Hashtag Jingle Bells. Und hier ist mein Freund, der die Glocke läutet. Aber da läutet nichts. Hey, stell dich nicht so an. Beweg sie einfach so wie ich. Komm, das ist doch total einfach. Ha, ich hab dir einen Streich gespielt. Mein Story-Update von dir und deinen stummen Glocken ist so lustig. Komm schon, Santa, gib nicht auf.
Ich muss das Geschirr spülen. Kein Schwamm? Kein Problem. Ich verwende einen Zweig vom Weihnachtsbaum. Das wird schon irgendwie gehen. Was machst du denn da? Du hast wohl im Wald oft Geschirr gespült, was? Du hast echt einen Tannenzweig? Erwischt. Es ist nur eine grüne Bürste. Du bist auf meinen Baumstreich reingefallen. Mein Sack mit Geschenken ist fertig. Als nächstes lege ich ein ferngesteuertes Auto hinein. Oh, der Sack bewegt sich ja. Red Willy ist wahrscheinlich da drin und hat vor, wieder einen Streich zu spielen. Tja, dein Streich wird diesmal nicht klappen. Wie wär's mit einer kalten Dusche? Du bekommst auch eine Kissenmassage. Jetzt ruft uns unser Opfer an. Also, was gibt's? Ist es schön bequem da drin? Hey, hört auf, das reicht. Ihr seid echt fies. Ha, ihr denkt, ich bin da drin? Tja, es ist nur ein Spielzeugauto. Hey, ihr solltet eure Geschenke nicht so behandeln. Oh nein, da waren wirklich Geschenke drin. Wir haben gerade den Fernseher ertränkt. Mal sehen, was es hier so für Geschenke gibt. Ah, mein Finger! Was ist denn das für eine riesige Nadel? Hilfe! Ha, erwischt! Diese Nadel habe ich aufgeklebt. Mein Finger ist gesund und munter. Oh, du bist so ein... Ja, renn lieber! Ich liebe es, mich als Weihnachtsmann zu verkleiden. Und hier ist mein Kostüm. Ha, Santa, du bist so naiv. Du hättest dein Bad lieber nicht allein lassen sollen. Wir werden ihn mit Sekundenkleber verschönern. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Wart ihr dieses Jahr auch schön brav? Mal sehen, was ich für euch Schönes habe. Die junge Dame hier hat ein winziges Geschenk. Du warst wohl dieses Jahr ziemlich ungezogen. Ho, ho, ho! Ho! Hey, was ist mit meinem Bart los? Ich krieg den nicht ab. Das bekommt ihr zurück. Pass bloß auf. Bart, los, runter mit dir. Jemand muss dem Weihnachtsmann helfen. Ho, 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 sehr lustig. Sieht so aus, als ob unser Santa-Streich ein Erfolg war. Und jetzt ist es Zeit für ein leckeres Weihnachtsessen. Ich besprühe heimlich die Streichhölzer mit Wasser. Hey, Zeit für Wunderkerzen. Los, jeder bekommt eine. Hat jemand ein Feuerzeug dabei? Hey, was soll das? Die Feuerzeuge funktionieren auch nicht. Ja, lach nur, das warst du doch, oder? Warum hast du unsere Feuerzeuge kaputt gemacht? Naja, während die Jungs rumdiskutieren, muss ich alles selbst machen. Oh Mann, beruhigt euch. Hier sind die Streichhölzer für den Kamin. Die hat bestimmt keiner manipuliert. Ach nein, es ist nur noch ein Streichholz übrig. Okay, wehe, einer bewegt sich. Yay, die Wunderkerzen sind endlich an. Und wir können weiter feiern. Und jetzt geben wir die Ergebnisse bekannt. Und der Preis geht an Red Willy. Deine Streiche waren die witzigsten.
Glückwunsch! Yes. Aber nicht jeder ist mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben nur noch wenige Minuten vor Neujahr. Wir müssen doch den Countdown alle zusammen runterzählen. Bereit? Los geht's! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Was? Mein Wecker! Was soll das? Wer hat unsere Alarme ausgelöst? Euer Countdown wurde abgesagt, Jungs. Das ist der letzte Streich von 2019. Und der erste Streich im Jahr 2020. Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Wie fandet ihr unser Weihnachten? Schreibt uns, ob ihr auch an Weihnachten jemanden einen Streich spielen werdet. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!